Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen, zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Pikachu mit eurem Giga Grievy. Wir sind in Lavandia, oder wie manch einer auch sagen mag, Lavandia. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ja jemand, der eigentlich schon sehr genau darauf achtet, wie Namen ausgesprochen werden, wie Orte ausgesprochen werden. Und trotzdem sage ich Lavandia. Nee, wie sage ich? Lavandia, doch, Lavandia, genau, und nicht Lavandia. Ich habe aber in den Anime reingeschaut. Die erste Folge, das war, glaube ich, Folge 24 oder 23, in der Lavandia auftaucht. Denn Ash muss, um Sabrina zu besiegen, ein Geister-Pokémon fangen. Und dann trifft Ash auf ein Alpollo. Und der Erzähler sagt schon in den ersten paar Sekunden, dass unser Trupp um Ash, Misty und Rocco nach Lavandia muss. Ja, egal. Ich glaube, ich werde trotzdem Lavandia sagen. Wir sind also hier. Das kleine Mädchen hat mit uns schon gesprochen. Da soll man nämlich nicht laut sein im Pokémon-Turm. Ich bin nicht nach links gegangen zu den Trainern. Das kommt erst später. Ich werde zuerst in den Lavandia-Turm gehen. Und das wird sicherlich interessant. Erstmal natürlich wegen der Musik, die ich damals schon sehr beeindruckend und einnehmend fand. Also es geht eine extreme Mystik irgendwie von dem Soundtrack aus, zumindest wenn man die 8-Bit-Varianten im Gameboy gehört hat. Jetzt ist es schon ein bisschen aufgelockerter, vielleicht fehlt einem auch so ein bisschen dieses erste Mal erleben, aber damals, als man diese Sounds gehört hat, erstmal natürlich die Stadt, die sehr trostlos und trist wirkt, und dann noch im Turm, wenn man noch weiß, das ist praktisch ein einziger Friedhof, und dann diese Musik, die halt immer höher geht. Nee, 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 nee. So, und Achtung. Genau. Und jetzt geht's gleich richtig ab. Es hat irgendwas. Es hat was, auch in dieser Variante. Es ist krass. Bist du hier, um der verstorbenen Pokémon zu gedenken? Was für ein lieber Junge. Du hast ein Herz aus Gold. Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist ein Kumpel von mir hier reingerannt und ich habe ihn nur hinterhergehen wollen. Mein Pipi fehlt mir so sehr. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Na sowas, du bist aber ein niedlicher Junge. Willst du etwa den Pokémon-Turm besuchen? Was bist du doch für ein liebes Kind? Da fällt mir was ein. Die Pokémon dort freuen sich bestimmt, wenn du ihnen in hübscher Kleidung gegenübertrittst. Okay, boah, erstmal hier ein Smoking oder ein Anzug oder. Ich glaube, wir werden uns wirklich mal den Umständen entsprechend kleiden. Oh, das ist aber. Das ist wirklich schick. Haben wir jetzt auch lange Hosen? Formelle Shorts. Seit wann sind denn Shorts formell? Also Entschuldigung, aber. Eine formelle Kappe. Ja. Und da brauchen wir natürlich noch formelle Schuhe. Oh, wir sehen doch richtig schick aus. Nee, aber ich werde Pikachu nichts anziehen. Sorry. Ich werde Pikachu nichts anziehen. Das ist halt. Nee, ich kann das einfach nicht. Das passt irgendwie nicht, finde ich. Mein Fukano, warum hast du mich verlassen? Oh, die sind alle so traurig hier. Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Hallo, möchtest du auch was sagen? Ich bin eine Exorzistin. Ich spüre eine rastlose Seele oben im Turm. Selbst wir Exorzistinnen wissen nicht, was es mit all den umherirrenden Gespenstern auf sich hat. Wenn wir doch nur ein Silphscope hätten, dann könnten wir der Wahrheit vielleicht auf den Grund gehen. Alter Leute, guckt euch diese ganzen Pokémon an. Okay, das ist irgendwie komisch. Stellt euch mal vor, ihr geht auf den Friedhof und sagt, guck mal all die toten Menschen. So, wir finden ein Elixier. Ein Beleber wäre lustiger gewesen. Okay, sorry. Und wir quatschen mal mit Orkido. Gibt es eine kleine Cut-Sequence sogar? Nein. Oh, hey, Grievy. Was machst du denn hier? Sag nicht, das eine ist deine Pokémon.
Es ist alles in Ordnung? Boah, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Aber weißt du, womit es mir noch besser gehen würde? Wenn du mir in einem Kampf auf einem Friedhof zeigen würdest, dass deine Pokémon auch wirklich fit sind. Das halte ich für unpassend, mein Freund. Für unpassend. Na dann zeig mal, was hast du denn so? Ein Tauboga. Natürlich ist mein Pikachu nicht an vorderster Front dabei. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet. Oh, Moment. Oh Gott sei Dank. Ich muss immer auf den Ingame-Sound achten. Ich habe das schon ein paar Mal jetzt verschmissen. Los, Kadabra. Psystrahl. Psystrahl auf Tauboga. Oh, wir sind sogar auf dem gleichen Level. Ach komm. Ein Sandwirbel. Hallo. Kadabra muss dich gar nicht sehen. Er benutzt einfach nur seine Psyche, seinen Geist, seinen Verstand. Boah, ich hatte jetzt echt Panik, dass es daneben geht. Aber es ist ja gut gegangen. La 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 la. The rest deines Pokémon Teams erhält auch XP. Ein Dufloor? Ha, wäre an sich auch eine nette Übung für Kadabra, denn ich habe ja vor, Kadabra auch bei Erika einzusetzen. Die hat ja wiederum ein Gifloor. Klar wäre es eine gute Übung für Glutexo. Was machen wir denn da? Nee, ich will Kadabra leveln. Ich brauche ein starkes Kadabra. Dufloor. Es ist wirklich kein schönes Pokémon, Dufloor. Wir hätten es fast im Team noch behalten. Oh, schade. Oh, und Schlafpuder ging daneben. Das gereicht uns zum Vorteil, möchte ich meinen. Er setzt einen Hypertank ein. Junge, ein Supertrank reicht wohl nicht, oder was? Jawohl, ja. Nein, was? Ging daneben? Nein! Offenbar möchte dieses Dufloor nicht, dass wir es besiegen. Ich bleib dran. Mein Kadabra wird nicht lange schlafen. Warum macht er so viel Schaden? Kadabra, bitte wach auf. Ich wollte gerade sagen, dass die Volltrefferquote relativ hoch ist. Also bei Rasierblatt. Aber gut, wenn es Kadabra nicht hinbekommt, dann muss eben Glutexo ran. Ja, das sollte ein Rasierblatt nicht so viel ausmachen. Trotzdem, also dafür, dass es nicht sehr effektiv ist, ist es jetzt nicht wenig gewesen. Und unser Glutexo ist natürlich schneller. Glut ist allerdings ist auch nicht so die mega krasse Attacke. Aber Verbrennung, das ist schon mal schön. Und ich finde es ganz süß, wie das Glutexo so zur Seite guckt. So, hallo. Weil ich gesagt habe, weiter so. Das aber nicht von dir. So, mein Freund. Hauen wir dir nochmal eine Glut rein. Ah, das ist zu wenig. Ich sehe es doch kommen. Der setzt gleich wieder seinen Hypertrank ein. Oder Top-Genesung am besten noch. Der hat's doch. Woher hast du das ganze Geld? Von deinem Opa etwa überwiesen bekommen, oder was? Dein Handy. Du zahlst das alles mit Handy. Setzt dir ernsthaft was ein? Hallo? Ich wollte schon sagen. Schön. Weiter so. So, was hat er jetzt noch? Oh, er hat sein Evoli entwickelt. Leute, er hat sein Evoli entwickelt. Da setze ich auf Rasaf und Schaufler. Ja, ich setze auf Rasaf und Schaufler. Ich glaube nämlich, Elektroattacken sind jetzt auch nicht so der Mega-Burner gegen Kampf-Pokémon. Außer natürlich unser Pikachu, das ist ja ganz klar. Was ich mich ja frage ist, hat dieses Blitzer oder das Evoli unseres Kontrahenten oder Kumpels, wie auch immer, hat es auch ein exzellentes Potenzial, wie unser Pikachu. Ich vermute mal, dass jedes Pikachu bei jedem Spieler, der Pokémon Let's Go hat, ein hohes Potenzial haben wird. Und unser Rasaf ist paralysiert. Ich sehe es kommen, es buddelt sich ein und in der nächsten Runde, es ist paralysiert, es kann nicht mehr hochkommen. Aber es ist ja trotzdem oben, also es kommt ja raus. Na bitteschön, geht doch. Meint er 28 KP reichen? Komm, das reicht. Bin ich mir sicher. Ein Donnerschock, das kriegen wir noch hin.
Und jetzt nochmal ein Geowurf. Ah, ne, KP, ne? Doch, na klar, ja, passt ja. Nicht Level, sondern KP. Ja, haut ja hin. Super. Excelente. Level up 29. Und ich hoffe, wir werden gleich noch geheilt. Von Orkido. Für die Frechheit. Spezialangriff. Wow, Spezialangriff brauche ich unbedingt mit Rasaf. Weil ich so viele Spezialattacken habe. Ich würde sagen, sie sind fit genug. Schön. So, was gibt's jetzt? Verfliegst. Ich habe in der Hitze des Gefechts Dragosso aus den Augen verloren. Hast du schon mal einen Dragosso gesehen? Ja, ich habe auch schon eins gefangen. Man erkennt sie an dem Schädel, den sie auf den Kopf tragen. Dragosso eben hat so ausgesehen, als hätte er irgendwas gesucht. Vielleicht finde ich jetzt ein paar Stockwerke weiter oben. Ja. Ich habe jetzt Angst, dass ich gleich direkt kämpfen muss. Denn meine Pokémon sind nicht geheilt. Ja, das schläft sogar noch. Oh. Ich verstehe das einfach nicht. Warum haben sie ausgerechnet mich zum Dienst im Pokémon-Turm eingeteilt, wo sie doch genau wissen, wie ängstlich ich bin? Du willst kämpfen? Ich bin aber ziemlich stark. Nein, keine Lust. Keine Lust? Heißt das, du lässt mich jetzt ganz allein hier? Nein, das würde ich doch nicht lassen. Ich komme dann nachher nochmal wieder. Aber ich muss das mal heilen. Oh, was sind jetzt? Cut-Sequence. Hey, Hey! Hi, Dragosso! Ich sollte die japanischen Pokémon-Namen immer bereithalten, damit er die dann japanisch ruft. Es ist nirgends zu sehen. Hm? Was ist das? Ein Geist! Ich meine... Ein Geister! Verlasst diesen Ort! Verlasst diesen Ort! Da! Gosso! Oh, Gosso! Dragosso! Dragosso sieht unheimlich traurig aus, als es die Treppen hinunterstapft. Dragosso! Warum bist du so traurig? Oh Gott! Verlass diesen Ort! Hilfe! Okay. Entschuldigung, gute Frau, aber da ist ein echtes Gespenst, das mich durch mehrere Etagen teleportiert hat. Ja, gut, dankeschön. Das ist dann der Moment, an dem ich meine Pokémon heilen werde. Glaube ich. La, la, la. Auf den Schock erstmal ab ins Pokémon-Center, Leute. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja, sehr, dankeschön, sehr gern. Wir nehmen sie für einen Moment in unsere Obhut. Danke, Schwester Joy. Was würde ich nur ohne dich tun? Und das alles umsonst. Wer subventioniert das? Wer bezahlt die Pokémon-Centern Pokémon? Ich will das wissen. Wer finanziert das Ganze? Das Medical Equipment hier. Kania, Kania. Das ist ja teuer. Das ist doch teure Technologie. Pokébälle muss ich ja auch kaufen. Und vom Lagerungssystem wissen wir, dass das... LOL. Wait. Da kommen wir auf Befehl von Giovanni extra nach Lavandia und dann ist von diesem alten Knacker Fuji weit und breit keine Spur. Der einzige Ort, an dem wir noch nicht nachgesehen haben, ist die Spitze des Pokémon-Turms, oder? Genau, aber auch nur, weil uns dieses seltsame Gespenst den Weg versperrt hat. Dragosso! Miauzi! Den alten konnten wir zwar nicht finden, aber so wie es aussieht, kommen wir wenigstens nicht mit leeren Händen zum Boss zurück. Schnappen wir uns einfach dieses Dragosso und liefern es im Versteck ab. Glänzende Idee, James! Also auf ins Rocket Gamer Paradies in Prismania City! Ja? Aber natürlich, mein Kleiner, deine Mama ist auch in Prismania City. Onkel James und Tante Jessie bringen dich hin, also komm brav mit, in Ordnung? Ja, Dragosso! Miauz, genau! Abgemacht, dann mal nichts wie los. Oh nein, das ist ja schrecklich.
Was tue ich jetzt wohl? Hallo. Hast du das gerade auch gesehen? Team Rocket hat einfach so das arme kleine Tagosso mitgeschleift. Offenbar wollen sie nach Prismania City. Wer weiß, was sie mit ihm vorhaben. Am Ende verkaufen sie noch seine Schädelmaske. Ja, das wäre nicht gut. Aber darf ich trotzdem nochmal in den Turm oder wie ist das jetzt? Eher nicht so, ne? Kann ich theoretisch da hoch? Nee, ne, das ging... Ich glaube, das ging früher auch nicht. Ich glaube, da musste man wirklich erst das Silph-Co holen. Aber wir könnten gegen die Astrainerin kämpfen. Sollte das Gespenst uns jetzt nochmal im Wege stehen? Nö. Also, prinzipiell kämpfen wäre machbar. Offenbar. Ja, ist es tatsächlich. Nein, weg von mir, elendes Gespenst. Voice Acting on Point heute mal wieder. Exorzistin Cotone! Hurra! Setz Nebulak ein! Ja, genau! Sabrina benutzt Psycho-Pokémon, wie wir aus dem Anime auch wissen. Und Geister-Pokémon sind sehr effektiv. Was tue ich? Setze ein Psycho-Pokémon ein. Ich bin so dumm manchmal. Aber dann doch nicht ganz so blöd. It's a prank, Alter, it's a prank. Nur dummerweise werde ich wohl kein zweites Pokémon einsetzen. Also nicht nochmal Kadabra, denn die Nebulax sind schneller und machen verdammt viel Schaden. Wie wär's denn mit einer Runde Siedewasser? Ne? Eine schöne, kalte Abreibung. Ich glaube, das täte so einem Nebulax ganz gut. Das ist schon majestätisch. Ist majestätisch. Sollen wir überhaupt jetzt hier schon kämpfen, ist die Frage. Oder erst später. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wenn wir hier erst später die ganzen Trainer machen, dann sind wir doch voll überlevelt. Oder? Würde ich mal behaupten. So, das war's mit dem Nebulak. Die Exorzistin Cotone wurde besiegt. Puh, das Gespenst hat meinen Körper wohl verlassen. Du hast dich vertrieben. Oh, Schreck, lass nach. Wie fürchterlich, was wenn die Gespenster von den anderen Oberhochbesitzer gegriffen haben. Ja, das wäre furchtbar. La 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 la. Du findest einen super duper Trank. Warte mal. Werde ich jetzt einfach wieder teleportiert? Ja. Das ist ja richtig... Also ich glaube, wir müssen ja später sowieso nochmal dahin. Ich glaube, das ist schon so gewollt, dass man erstmal nach Prismania City geht und dann den Turm praktisch erklimmt. Ich würde jetzt nochmal den Ast-Trainer mitnehmen. Das wäre mir ein persönliches Anliegen. Und dann sind wir eigentlich schon soweit fertig. Also theoretisch könnte man noch die anderen Exorzisten da oben erledigen, aber ob wir das jetzt machen oder später, da habe ich dann einen geilen Folgentitel. Rückkehr zum Lavandia-Turm. Übrigens, diese Laternen in Lavandia, die sehen aus wie dieses Pokémon, das auch an eine Laterne erinnert. Ich glaube, das ist aus der aktuellen Generation, also XY. Ach nee, Sonne, Mond kam ja auch noch. Ja, dann XY, also die davor. So, wir speichern mal, denn ich weiß ja nicht, was für Pokémon die gute Dame einsetzt. Ich bin ziemlich stark. Ich weiß. Aber trotzdem. Lass uns kämpfen. Und los geht's. Schön. Tabea ist ein schöner Name. Trainer Coach Tabea, haben wir auch gleich eine Alliteration. Toll. Schönen guten Tag. Schön, Sie kennenzulernen. Ein Kleinstein. Da wäre ja mein Gyarados doch ganz praktisch gewesen. Und was anderes außer Kleinstein hat sie auch gar nicht. Level 28. Ist krass. Ich habe Angst. Okay, alles klar. Mach's halt fast komplett platt. Ich
Ich probier's mal. Das könnte ins Auge gehen. Aber ich vertraue auf meinen Rasab. Das hat uns schon treue Dienste erwiesen und wir sehen's. Es ist auch nicht mal effektiv. Ganz im Gegensatz zum Geowurf. Oh, das Kleinstein ist schneller als mein Rasa. Das ist traurig. Aber ich finde es cool, wie das... Hä, wieso ist das nicht sehr effektiv? Das muss doch... Hä? Kampf gegen Stein? Kampf gegen Stein war doch sehr effektiv früher. Oder? Nicht? Doch, klar. Wollte schon sagen hier. Ach so, weil ja Geowurf immer eine ganz konkrete Anzahl an KP abzieht. Deine Fähigkeiten als Trainer jagen mir Angst ein. Das tut mir... Unser Kampf hat mich ein bisschen abgelenkt. Dafür schenke ich dir ein paar Items, die ich neulich hier gefunden habe. 5 Pikachu-Bonbons, Alter. Ich habe auch ein paar dieser Bonbons, mit denen man Pokémon stärker machen kann. In meinem Bonbonglas sind sie sicher. Was? Ach so, ich habe auch ein paar dieser Bonbons. Okay. Gut. Krasse Musik. Also theoretisch hätten wir ja noch im Süden ein paar Trainer. Aber da kommen wir ja später auch noch hin. Also ich glaube, man kann sie... Also das ist halt ganz cool, dass man jetzt dann doch so ein paar Möglichkeiten hat in diesem doch sehr linear gehaltenen Spiel. Und ich glaube, wir machen es einfach ganz normal storymäßig, dass wir jetzt nach Prismania City gehen. Da will ich sowieso hin. Da gibt es geile Sachen, die wir uns kaufen können. Und dann könnten wir vielleicht sogar ja auch den, ich weiß nicht, 4. Arena-Orten mal angehen. Kann ich ab. Ist Pflicht. Ist ein Muss. So. Also, wir werden jetzt die nächste Route betreten. Route 8. Mir was Schönes. Nein, immer noch nicht. Und hier stehen dann auch einige neue Trainer. Und die bekämpfen wir in der nächsten Folge. Bis dann.